So, liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen heute weiter mit der nächsten Erinnerung. So, jetzt darf ich ein bisschen was machen. Ich möchte gerne natürlich erstmal so einen Schnellreisepunkt klar zu machen, den Aussichtspunkt, wenn das überhaupt möglich ist, wenn ich da hochkomme. Ich möchte erstmal hier dieses Eckchen hier. Guck mal, wir haben Kohle ohne. Wir haben viel, viel Geld. Mittlerweile viel Real. Wo wir Dinge aufbauen können. Also wir müssen das Fleckchen tatsächlich, soweit ich verstanden habe, erstmal aufbauen. Captain, habt ihr einen Moment? Nee, hab ich nicht. Warte mal, kurz, du willst nur Pläne jetzt von mir. Was hast du jetzt auch habt gerade? Habt ihr einen Moment, Captain? Ich kann's ich mal brauche versuchen. Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. So, was haben wir denn hier? 500 Real. Klar, nehmen wir. So, der Hafenmeister Versteck auf Great Inagua wurde freigeschaltet. Habt Guck ihr mal. einen Moment, Captain? Ich guck Ich mal. rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Guck mal. 700 Real kaufen wir. Wir haben 16.500. Wir müssen die ganze Scheiße sogar noch selber bezahlen, okay? So, was haben wir hier als nächstes? Hier vorne ist noch irgendwas. Leiht mir euer Ohr einen Moment. Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und Ein wenn der kleines Rum in Freudenhaus, hey? Strömen fließt, wäre ein jedes Und eine Seemannsherz Taverne. besänftigt. Taverne oder Freudenhaus? Taverne. 3.000. Nein. Das ist mir zu viel Geld. Muss ich zugeben. Dann haben wir noch hier eine Möglichkeit. Ein Bucht-Upgrade. Weiteres Bucht-Upgrade. Keine Sorge, wir machen in der nächsten Folge, würde ich sagen, machen wir die Mission. Ich gucke mir das heute erstmal an hier. Ich habe jetzt erstmal gerade ein bisschen Bock auf Missionchen. Jetzt muss ich gucken, dass ich da hochkomme, ne? Oder was? Komme ich da ran? Komm ich da weiter hoch? Ja, doch. Mal kurz. Also die Bucht, die wir da irgendwo mal vor zig Folgen erobert haben, ist mal, dürfen wir jetzt zumindest nach unseren wo sind wir denn? Was ist das denn hier? Ach, das ist die Hütte, die wir da warte mal, komme ich da rein? Ja, komme ich natürlich, weil die Tür da vorne offen steht. Das ist die Hütte, die uns James Kidd gezeigt hat. Krasse Bude, Alter. Oh, was müssen wir Halt mal kurz, ich gucke mal, was ich hier habe. Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Teuer ist das Ding? Die Fassade des Herrenhauses. Boah, 6.000. Ja, komm. Wisst ihr was, wir machen auch dann die Taverne. Dann haben wir aber alles einmal weg. Was haben wir hier? Irgendwie ist es noch nicht ganz fertig. Wie teuer ist denn das Ding jetzt? 18.000. Ich habe die Kohle gar nicht. Aber jedenfalls haben wir erstmal. Haben wir jetzt erstmal das Freudenhaus. So, ich gucke jetzt gerade, ob ich den Aussichtspunkt kriege. Den würde ich mich als nächstes gerne machen. Also, hier ist noch eine Möglichkeit, das Herrenhaus aufzubauen. Hier ist noch die Möglichkeit, die Taverne zu bauen. So, ich möchte aber jetzt erstmal gerade, wie gesagt, da hoch. Warte mal, wo ist das Ding da hoch? Oder ist das irgendwo? Komme ich da auch ran? So, ohne weiteres jetzt? Ja, scheinbar. Jawohl! Perfekt, da ist nämlich der Aussichtspunkt, den ich gerne mitnehmen würde. So, kurz gucken. Synchronisieren. So. Dann haben wir jetzt hier wieder einige Dinge. Aber in erster Linie haben wir mal
In erster Linie haben wir mal diese Bucht synchronisiert, dass wir überhaupt hin und her reisen können. In Great Inagua. So. Gut. Gut. Die Templerrüstung, klar, die Templerrüstung müssen wir ja noch irgendwann mal holen. Was haben wir denn hier eigentlich? Ah ja, ist ja Great Inagua. Okay. Tierwelt. Jetzt haben wir hier oben, ist eine Mission. Ist eine Hauptmission, klar. Frage machen wir als erstes. Ich würde ja schon gerne dieses Fort hier noch nutzen. Die Frage ist, komme ich da ran? Ohne weiteres. Also ich weiß, dass in Great Inagua noch Dinge zu tun sind. Das ist mir schon klar. Oder soll man jetzt? Ich mache das vor jetzt erstmal. Warte mal, komme ich da jetzt ohne weiteres ran? Das ist halt die große Frage. Komme ich da ohne weiteres ran? Ach, da ist vorne ist. Ich will eigentlich das Schiff nutzen, ich will eigentlich gar nicht die Mission machen. Lässt uns jetzt gerade erstmal die Mission machen? In Seestechen, ja. Die Frage ist, darf ich das jetzt ohne weiteres oder? Ich weiß auch, dass wir noch ein bisschen Möglichkeiten haben, ja. Ich weiß, dass wir auch noch Cap Buena Aha, Captain. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher? Könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Ich wollte jetzt eigentlich das nicht machen. Aber gut, dann ist das jetzt erstmal die nächste Aufgabe mit der Kapitänskajüte. Mal schauen, was es da so erwartet. Wir sehen uns dann wieder bei Assassin's Creed 4 Black Flag und ja, dann schauen wir mal, was die Mission so vor sich hat. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, das vormachen in der nächsten Folge, aber dann kommt auch was dazwischen. Okay, ich dachte mir, die letzte Folge ist schon arschkurz gewesen, deswegen dachte ich mir einfach, machen wir jetzt erstmal noch normal weiter. Also das Ding kommt jetzt hier quasi an die nächste Folge dran. Oder? Wir sollen zur Kapitänskajüte gehen. Wie gesagt, eigentlich war das vor, was da so blinkt angesagt heute. Aber mach erstmal die Mission hier. Bleibt jetzt leider nichts anderes übrig. So, mit Kenways Flottenkarte interagieren. Wo haben wir denn die Flottenkarte? Hier. Kenways Flotte wurde geladen. Aha, wir haben also mehrere Schiffe. Was haben wir denn überhaupt als Aufgabe? Okay, Missionen anzeigen, keine Schlachten. Drück, um Missionen auszuwählen. Schiff ausgelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nur das machen. Okay. So, die ersten Geschäfte, Belohnung 50 Real. Wir können jetzt mehr oder weniger uns Handelsrouten aufbauen, so wie ich das richtig verstehe. Gehen wir mal auf eine Seeschlacht. Gehen wir mal auf eine Seeschlacht. Status sicher. Herzlichen Glückwunsch. Diese Route ist jetzt sicherer. Also da sind die ganzen Routen. Okay, gehen wir mal. Ja. Gut. Wir gehen weiter mit dem Ruder der Jackdaw. Ich mache nur so weit, bis ich jetzt wieder weitermachen kann, weil ich will, wie gesagt, an der nächsten Folge eigentlich gerne das vormachen. Ist das jetzt durch mit der Mission? Nee. Doch. Oder? Ja, ist es. Gut, dann mache ich jetzt einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Fort. Sir! Dort schwimmt Beute!
Warte mal, das will ich mal noch im Schnell mit. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprechen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Was ist das vorher, ne? Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen da eh hin, weil das... Weil ich richtig verstanden habe, ist die Mission sowieso... Warte mal. Gucken wir mal gerade, wo die Mission wäre. Da unten. Boah, nichts war. Gut. Dann machen wir das sowieso. Solange wir auf den Weg ein paar Priesen... Gut, dann mache ich jetzt einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Vor.